zurück bei Team Family Force. Wir befinden uns hier auf der YCS in Bochum. Ich habe mir unseren Aaron geschnappt. Wie war deine Anreise nach Bochum? Also meine Anreise war relativ entspannt. Ich bin, glaube ich, 20 Minuten mit der Bahn gefahren. Also ist das jetzt nicht so spektakulär. Was ist deine Meinung dazu, dass in 14 Monaten 3 Groß-Events in Bochum waren? Also ich finde es halt gut. Für mich ist es halt immer relativ preiswert, weil ich einfach zu Hause schlafen kann und kein Hotel oder so mieten muss. Deswegen finde ich das eigentlich relativ gut. Wir haben ja gerade von Austragungsorten gesprochen. Wo denkst du, wird die deutsche Meisterschaft stattfinden? Also ich hoffe natürlich wieder in Bochum, aber ich denke auch, dass es eventuell dieses Mal vielleicht so ein bisschen zentraler ist, irgendwie in Hannover oder so. Das könnte ich mir auch vorstellen. Was meinst du, wie hat sich das Meta entwickelt nach der Bennett-List? Eher positiv oder negativ? Also ich sehe das noch ein bisschen zwiegespalten, weil zum einen kann man halt viel mehr Decks spielen und damit toppen, aber zum anderen sind jetzt Leute halt auf dieses FDK-Pendel gekommen, einfach weil sie Pendel umgebaut haben und das ist halt schon nervig, weil man jetzt Handtraps mailen muss, je nachdem was man halt für ein Deck spielt, hatte man vorher Probleme und das ist halt blöd, dass jetzt ein Deck, das so vorher schon Tier 1 gewesen ist, jetzt halt noch eine FDK-Variante dazu bekommen hat. Ja, du hast ja gerade Pendel angesprochen. Pendel ist ja jetzt das stärkste Deck oder eins der stärksten Deck. Aber wo die Link-Mechanik angekündigt wurde, wurde ja gesagt, dass Pendel komplett tot ist. Was denkst du, was Pendel gerade wieder so stark macht? Also auf jeden Fall der Electromite, der ist einfach viel zu konstant. Der gibt dem Deck nochmal so viel Konstanz und man kann halt generell durch Astrograph und Chronograph noch viel mehr Plays machen. Man kommt halt immer auf Linksam, das ist halt super gut und das halt noch bevor man überhaupt pendelt. Deswegen ist das noch kein großer Unterschied, finde ich. Zu Draco ist ja seit mehreren Formaten, also seit dem Su-Format, ja aktiv im Meta dabei. Denkst du, es wird dieses Meta auch wieder was reißen? Also Draco ist halt immer noch super stark, man hat halt immer noch die drei Demise und den Masterpiece und das Stylegram. Also an Konstanz wird es dem Deck nicht fehlen. Es gibt halt jetzt immer noch die Varianten, dass man Borrowload oder so Main spielt. Es wird auf jeden Fall, denke ich, einen großen Platz im Meta einnehmen. Okay, kommen wir zur letzten Frage. Damals hat der Riesentrunade viele OTKs und FDKs ermöglicht oder eher OTKs. Denkst du, die neue Karte Hate-Trunade, die ja nur gesetzte Karten auf die Hand gibt, wird sie in Bochum vertreten sein und wird sie auch OTKs ermöglichen oder denkst du eher weniger? Also ich denke, sie wird eher weniger vertreten sein, weil ich jetzt nicht mit so viel Palio rechne, einfach weil halt True Draco und so rumläuft. Deswegen glaube ich, dass es ein bisschen weniger vertreten ist und ob es jetzt OTKs ermöglicht, glaube ich nicht, aber das wird sich noch zeigen, denke ich mal. Okay, dann bedanken wir uns für das Interview. Möchtest du noch irgendjemanden grüßen? Grüße natürlich raus an mein Team, Team Family Force, an Cedric aus Bochum oder aus Witten und dann was. Okay, dann sagen wir ciao YouTube.